Hallo und herzlich willkommen bei einem kleinen Einblicksvideo zum Modpack. Ich bin gerade in einer Survival-Welt und ja, im Singleplayer noch. Und ich tue für den Server ein Modpack zusammenstellen. Ich habe jetzt vom gestrigen News-Video auch keine Mods mehr hinzugefügt. Wollte noch irgendwas mit Geologie. Ich muss gerade kurz denken. Ja, ein Mod machen, der verschiedene Steine hinzufügt. Nicht nur Cobblestone und Stone und so weiter. Aber ja, die sehen nicht so toll aus, wenn man Texture Pack verwendet. Gibt es leider keine Texturen. Und dann hat man einfach zu wenig Cobblestone immer. Also kann kaum, ja, ich könnte den eigentlich anfügen. Ich muss kurz schauen, wie der heißt. Ist nicht Stone Block. Stone Age, nein. Ah, wie heißt der schon wieder? Ja, der hat irgendwas mit Geologie zu tun oder so. Das. Aber es ist nicht Geomod oder so. Es hat irgendwas mit Bauen zu tun oder so. Ich finde ihn leider nicht. Beta Geo, das ist etwas Geiles. World Generation. Finde ihn gerade nicht. Ja, ich bin hier ein paar Meter gelaufen, habe hier unten, hier hinten dran, unten, Diamanten gefunden direkt. Und jetzt könnten wir eigentlich nach oben gehen. Muss noch ein paar Sachen hier rausholen. So, machen noch ein Waypoint. Braun hat es leider nicht. Okay. Gehen hoch zum Spawn. Und ja, geht weg, Zombies und so. Ja, die Monster sind ein bisschen stärker wegen dem Ding-Mod. Ich schau gleich kurz. Diesen Mod hier, das nette Quartz. Hä? Das Erz ist von, ach, die Mod-Namen sind immer so schwer. Vielleicht der, ah, Dungeon Tactics, genau, okay. Ja, da bin ich nicht drauf gekommen, weil es nichts zu tun hat mit, Rollenspiel. Hey, mit Taktik. So. Wie ihr seht, ist so eine kaputte Stadt auf dem Wasser. Ist das Venedig? Könnte Venedig sein oder so. Amsterdam. Wieso nicht? Flach, sehr wichtig. Ja. Gut, schlafen unbedingt. Schlafen, eine Fischfarm habe ich auch schon gemacht. Aber ich muss jetzt noch Fische haben. Hab noch nicht so tolle Fische. Naja. Also zum Ersten möchte ich gerne von euch wissen, was für Mods sollten noch im Modpack sein? Weil wir jetzt einen Server machen, muss es eigentlich jetzt gesagt werden und nicht währenddem wir den Server schon offen haben. Da wir, von wo kam der Zombie, der Creeper jetzt, ey? Unglaublich. Die Monster sind einfach viel gewifter, also ihr müsst aufpassen auf dem Server dann, dass ihr nicht total sterbt oder so. Weil, ja, die Gegner einfach mächtig stark sind. Also ja, nicht so stark, aber am Anfang, wie jetzt, noch am Anfang mit einem Dingschwert, Eisenschwert ist das natürlich schon ein bisschen schwer. Sonst müssen wir den Dungeon Tactics Mod rausnehmen wieder. Wenn dann die Gegner sozusagen cheaten. Ich habe eine Schallplatte geschenkt bekommen. Cool. Ja, toll, ey. Unglaublich. Man denkt sich, man ist hier im Weltkrieg. Habe ich denn nichts? Sonst möchte ich nicht verwenden. Ich finde auch Diorit. Ja,
Na gut, lasse ich es einfach so ein bisschen weiter unten. Und ja, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt vom Spiel. Jetzt hat es einen Ofen zerfetzt. Ich weiß ja nicht. Und die können einfach mal mich treffen, obwohl ich sie angreife. Ist nicht so gut. Ich bin einfach zu wenig geschützt. Ich glaube, ich mache ein Baumhaus auf dem Server. Also ist ohne Haut. Mein schöner Garten. Noch ein bisschen zu klein, natürlich. Ja. Da hinten ist ein Spawner. Dann gehen wir mal kurz hin. Zombie-Spawner. Ja, da waren zwei Kisten. Die können wir jetzt abbauen, weil wir wieder Platz haben im Inventar. Ja. Könnte ich einen Zombie-Spawner machen. Aber wir gehen eins weiter nach oben zum Baum Stachelfrucht. Da ist Stachelfrucht. Und hier möchte ich noch ein paar Harvestköpfe machen. Hallo Schweinchen, hallo. So, ich muss natürlich noch ein paar Mods raussuchen. Also ich suche nach diesem Steinmod. Ich habe ihn immer wieder verwendet, aber ich habe den Namen irgendwie vergessen. Oh, den habe ich jetzt kaputt gemacht. Schade. Weil diese Büsche sollte man eigentlich ja, wachsen lassen, damit man immer wieder hat, wenn man sie ganz wegnimmt. Das ist ein Millet. Millet. Deutsch. Hafer. Nein, Hirse. Okay, Hirse. Gut. So, wir gehen ein bisschen noch erkunden. Dann fällt mir noch ein, was ich noch sagen wollte. Also der Mod wird so, also das, der Server wird so sein, dass wir die Farmwelt in der World-Welt machen müssen und die World-Welt dann immer wieder löschen oder verschieben, damit ihr da ja relativ frei cool ein Frosch cool Torde der Torde aus Super Mario. Ja, ah, die Welten sind so schön geworden. Noch ein Tor. Cool. Und die Welten dann einfach erst erreichbar sind, wenn ich das okay gebe für die Zuschauer. Also in der Farmwelt sozusagen halt ihr Haus mal aufbauen sollt und es dann verschoben wird in eine echtere Welt. Dann gibt es eine Welt, wo ihr Freebuild machen könnt, aber auch Rollenspiel. Und dann gibt es eine echte Rollenspielwelt noch. Dort wird einfach nicht viel gelagert oder so. Einfach Rollenspiel gemacht, was ihr braucht hat fürs Rollenspiel. Dass ihr nicht so mega Gebäude macht, sondern eine Stadt oder ein Dorf. In einem Dorf oder so lebt oder in einer Festung. Und nicht gerade in einem mega Villengebäude oder so. Dann als nächstes gibt es die RVR-Welt. Das sind dann die Realms. Ja, verschiedene antike Völker. Wir machen am besten antike, weil das einfach ein bisschen am meisten umfangreich ist. Da gibt es natürlich dann auch Chinesen und Japaner. Japaner sind nicht so ja, antik gewesen, also damals schon. Aber die bekannte Zeit war dann im Mittelalter, aber das können wir das auch sehr gut machen. Und ja, Islam, islamische Völker und ja, Indianer könnten wir auch machen. Könnten sogar Cowboys reintun. Also es muss jetzt nicht unbedingt alles Antike sein. Aber am besten passendere Völker und so weiter. Jo, und dann gibt's das MCMMO-Plugin. Dann könnt ihr verschiedene Sachen leveln. Also zum Beispiel besser werden beim Holz werden und so weiter. Und das gibt einen sehr tollen Rollenspiel-Aspekt, dass man einfach braucht, natürlich auf einem Rollenspiel-Server. Und noch andere Plugins, die nach Rollenspiel aussehen, also Factions zum Beispiel, dass ihr wirklich eine Fraktion oder so machen könnt. Hallo, lebt hier jemand?
Aha. Eine Hexe, die gerade gespawnt ist. Ah, Gold. Also Silber, Münzen. Dann nehmen wir den Ofen einfach mit. Und das Bett. Ja, ich habe ein Bett. Das lasse ich hier. Für den Nächsten, der sich hier einsam vergräbt. So, und das ist wahrscheinlich ein Piratenschiff oder so. Einfach mal kurz hingehen. Was ist das? Ein Goldblock da vorne? Ja. Ach, das, es macht mir einfach so viel Spaß und ich habe so eine mega Ablenkung, dass ich kaum etwas erzählen kann über den Server. Das ist einfach geil. Hallo? Lebt hier jemand? Wieso ist denn hier niemand? Ein Huhn ist drin gewesen. Okay. Hä, kommen hier mehr Hühner raus? Wie witzig. Das Gold. Ja, du konntest das Gold nehmen wir mit. So. Gehen wir mal runter. Ja, ja, genau. Boah, ein mächtiges Skelett. Ja, ich bin tot. Ich kann nichts. Das ist so unfair. Also immer am besten ausgerüstet dorthin. Ah, ich mache das aus Demonstrationszwecken mal kurz wieder hin. Na gut, ist ja Dankeschön für den Grabstein, aber ich möchte gerne auch Ding haben. Unglaublich. Schaut euch, wie die Zombies stark wurden. Die bekommen fast keinen Schaden mehr. Durch die bloße Hand. Unglaublich. Also aufpassen auf dem Server. Ihr könntet schneller tot sein, als es euch lieb ist, wie zum Beispiel mir. Ah, jetzt habe ich ungefähr 3, 4 Level verloren oder noch mehr. Wieso habe ich jetzt alles voll? Wieso habe ich keinen Platz mehr? Pfeilen. Spitzhacke kann auch weg, die ist sowieso kaputt. Und einfach wegen dem Loot. Immer Schatztruhe, immer Backpacks mitnehmen oder Schalke-Truhen am besten. Auf dem Server. Lifestyle! Cool! Krass. Tablette möchte ich. Was ist das? Kokain? Ja, Kokain. Tanzapfen brauchen wir nicht. Okay, wir scannen dafür. Und Eisenbahn. Schießpulver brauchen wir nicht. Und hier Diamant und eine Pferderüstung. Hm. Ich lege weg den Ofen. Duct Tape brauchen wir auch nicht. Eine Schallplatte brauchen wir. Wohin? Wohin des Guten? So, ja, Kohle haben wir jetzt auch nicht so. Hä? Ah, das ist Holzkohle. Okay. Ja. Also gehen wir am besten wieder zurück. Werfer. Weil wir sowieso voll sind. Vielleicht Barrels noch mitnehmen. Ah, jetzt habe ich die Axt hier nicht. So. Ja, toll. Was gibt's hier alles? Ein Schild. Was ist das eigentlich? Nehmen wir die Gurke weg. Kale. Was ist Kale? Grünkohl, okay. Hm. Ja, dann nehmen wir noch die Boots mit. So. Geh nach Hause, nach Hause. Ah ja. Kurz schlafen. Ich habe kein Vapen, ich mache nie Vapens zu Hause. Immer nur am Spawn und in der Mine oder so. Ah, da kann ich ja nicht hoch. So, direkt mal wieder dorthin. Also, was gibt es denn noch für Welten? Wir waren bei der RVR-Welt, dort könnt ihr Free PvP machen, wenn ihr in einer Fraktion seid. Sonst seid ihr halt einfach Ronins oder so, also... Ja, Samurai, die meisterlos sind sozusagen, einfach fraktionslos seid.
Und dann wird es noch eine Welt geben, die für Streamer ist, wo Streamer in Ruhe bauen können und so weiter. Weil ich tue ja dann auch Livestream und ich brauche einfach meine Ruhe. Und nicht gerade so extrem viele Leute, die bei mir hocken und ständig mich beobachten. Also ist natürlich, ja, schon, dass ich natürlich schon sehr viel in der Freebet-Welt und in der Rollenspielwelt sein werde, aber nicht jetzt den ganzen Tag streamen und so weiter noch. Also im Streamen ist ständig bei euch sein muss und so weiter. Ja, was wollten wir machen? Ja, genau, Fisch, also kurz angeln. Oder wir können ja mal den Angler und die Qualle, die gehen sicher. Ah, und hier unten ist Kabel, ja. Also, Faden, wir haben den Faden verloren. Ist es verkehrt herum? Schade, wir finden nicht so viele Fäden momentan. Aber gucken mal, ob es geht. Einer ist weg. Und jetzt sollten eigentlich hier Fische drin landen mit der Zeit. Können gleich nochmal ein bisschen fällen. Weil die Bäume hier ein bisschen im Weg sind. Und einfach den Blick zu den Kriebern verdecken. Mach das jetzt lieber mal ein bisschen weg. Die Bäume sollten noch wachsen. Aber die Bäume hier müssen leider wieder weg. So. Ja, es ist schon krass, wie Minecraft ablenkt mich. Dass ich fast kaum irgendwas erzählen kann. Weil ich ständig irgendwie aufpassen muss wegen den Monstern, also wegen den ja, Spawnen und so. Von diesem Schiff. Die haben ja ganz viele Monster gespawnt. Ist wie eine Falle gewesen scheinbar. Dass ganz viele Zombies kamen und da konnte ich natürlich nicht viel machen. Weil das Kampfsystem ja schon sich verändert hat. Das wird wahrscheinlich einige Zeit dauern, aber es wird sicher dann klappen mit dem Fisch. Gut. Bei dieser Ruinen bin ich schon gewesen, da spawnen nicht so viele Monster. Aber ich habe das Boot irgendwo dort hinten verloren. Bin ich eigentlich gestorben? Da. Ich gehe auch mal nochmals kurz dorthin. Weil hier habe ich ja noch ein paar Sachen, die ich gerne mitnehmen möchte. Nämlich zum Beispiel. Oh. Unglaublich, das Inventar immer sortieren. What? Wieso habe ich denn nicht bekommen? Ah, gut. Ist zu tief. Ab den bekomme ich doch hoffentlich. Ja. Ist ein bisschen doof gemacht, das Schiff. Das meiste fällt natürlich runter. Ja, drei reichen, oder? Ist hier noch etwas? Ja. Aha, ein Spawner. Ja, den lasse ich. Okay, was kommt rein? Das ist eigentlich ziemlich gut, dass die Zombies nicht spawnen. Ja. Die Wolle möchte ich gerne mitnehmen, aber das Schiff sollte doch so bleiben. Das ist schon okay. Ja. Quarz drücken. Das ist ein richtig tolles Modpack. Aber ihr seht schon, es ist eigentlich alles ziemlich optisch und nicht gerade so contentlastig. Aber das wollen wir so belassen. Wir wollen eigentlich so viele neue Texturen und so einfügen. Weil es halt einfach mit dem Ressource-Pack dann blöd aussieht. Und ja, viele Blöcke sind halt einfach hässlich. Also das ist jetzt nicht unbedingt immer ja, mehr als 16 Pixel. Also richtig verpixelt. Viele Mods bieten Items an, die recht verpixelt sind. Wir würden ja dann schon gerne Mods einfügen, aber das müssen wir dann mal schauen wegen dem World Generation, oder? Deshalb machen wir auch die Farmwelt in der World-Welt. Weil mit Multiverse, also mit Multi-World, geht's dann einfach schlecht. Okay.
Die machen kaum Schaden, aber die anderen Monster sind beeinflusst durch Dungeon Tactics, oder? Und dadurch machen die sehr viel Schaden. Und sehr, halten sehr viel mehr aus, haben weniger Knockback und so. Ja. Natürlich nicht so toll. Wo ist das Boot? Hä? Hat er das Boot versenkt? Ich bin jetzt doch gerade... Ah, da ist das Boot. Das ist immer so der Wasserbug, dass man die Boote nicht sieht. Ja, gut. Ja. Und jetzt? Boot, kommst du hoch? Willst du sinken? Irgendwie ist ja, Ancient Warfare 2 ein bisschen verbuggt mit der Generation. Es zieht euch immer runter und alles mögliche. Runter, ey. 1% Fortschritt. Wieso spawnen die immer unreif? Die sollten in diesem Harvestcraft immer reif spawnen oder teilweise reif. Aber sie sind immer unreif. Und immer so viel Ozean in dieser Welt. In jede Richtung ist der Ozean. Es ist wirklich eine Insel. Ja, schon fast. Aber überall ist der Ozean. Da muss ich schon fast hier beim Steinkreis durch, aber hier hat es schwere, ich glaube, Wikinger sind hier. Ja gut, gehen wir wieder zurück. Das ist nichts für mich hier in die Richtung. Machen den Waypoint ähnlich. Ey. Boah, wie viel sich die verbreiten. Das könnten wir auf dem Server auch ein bisschen zurückstellen. Heftig. Also, gibt es noch irgendwelche Mods, die ich einfügen will oder Welten, die ich erstellen möchte? Eigentlich nicht. Also, wir schauen, dass wir nicht so viele Welten machen. Dass wir immer wieder Welten hinzufügen könnten, wenn irgendwer eine Idee hat. Aber, ja. Ich denke, ja, das ist jetzt nicht so unbedingt nötig. Ich freue mich auch so, auch wenn das Modpack jetzt auch noch nicht so umfangreich ist und ja, die Welten jetzt nicht so viel sind, werden wir sicher mega viel Spaß haben. Und ja, schauen wir danach. Ich werde auf jeden Fall den Mod mit den Blöcken noch Ding, wenn ich ihn finde. Ist halt immer so ein Problem mit dem Namen. Zuerst mal den Namen finden. Die Namen sind meistens auch nicht so passend. Und deshalb auch schwer zum herausfinden. Aber den werde ich schon finden. Gut. Ich schau mal kurz. Ach, bist du wieder so zu groß, Fenster? Ja, ist relativ gut mit der Dauer. Hat sie drin? Ja, es hat drin, aber jetzt hat es auch weniger wieder drin. Also, die sind scheinbar aufgebracht worden, die Köder. Ja, ist schon gut. So. Also, eventuell mache ich heute einen Minecraft-Stream. Aber der Server geht halt erst nach dem Wochenende los. Da hat leider der Luke Xcarus LP oder so hieß er. Erst dann seit. Ja. Mal ein bisschen Erde sammeln irgendwo. Haben wir eigentlich keine Erde gefarmt in der Mine? Nö. Ja, ein bisschen laut. Nicht falsch klicken. Bisschen lauter. Ich weiß nicht, wieso Minecraft immer zu leise wird. Nach einiger Zeit ist immer wieder 13 unten zu stehen. Da oben bei der Hauptding. Keine Ahnung, es liegt irgendwie an meinem Headset. Deshalb kaufe ich jetzt eigentlich wirklich ein neues Headset.
Und der Monitor muss ich zuerst auch noch bezahlen können und dann habe ich Monitor und Headset für die Streams. Ja. Also, ein Boot könnten wir noch craften. Knapp. Also habe ich noch Holz. Gehen wir noch kurz dort in die Stadt und dann werde ich noch ein bisschen den Ozean erkunden. Die Stadt sollte jetzt eigentlich am Tag nicht so bevölkert sein von Monstern. Da ist ein Karl drin. Spinnnetze sehen cool aus. Hä? Sonst sind die so schön. Aber weil das Chroma Haste Ding in 1.15 nicht mehr so gut ist und hier in 1.12.2 viel besser ist, ist es so, dass die Spinnen jetzt wirklich cool aussehen. Das ist wirklich eines meiner Lieblings-Ressource-Packs, aber es sollte nicht so comichaft sein. Ich hätte es lieber, wenn es nicht so comichaft ist. Aha, Bücher, sehr schön. Ja, dann baue ich eine Diaspitzhacke und hole mir Obsidian, genau. Was ist in diesen Räumen? Es ist eigentlich nichts in den Räumen drin, also. Ja. Aber jedes Haus kurz zu suchen, aber mehr auch nicht. Ist wirklich nichts drin in den oberen Stockwerken. Komisch. Wieso so viele Generationen, also wieso werden so viele verschiedene Bauwerke gespawnt, wenn nichts drin ist in diesen Bauwerken? Kann man das in den Configs noch einstellen? Ich weiß ja nicht, ob es leicht ist oder so. Ist nix. Ja, das war's mit dieser Stadt. Also es ist wirklich nichts los. Keine Monster, nix. Okay. Also dann sind wir hier fertig. Ja. Also. Haben wir da nochmals etwas erkundet, aber nichts gefunden. Schade. Die Cauldrons sind wirklich nichts wert. Die haben wir halt jetzt einfach. Aber brauchen sie eventuell nicht so oft. Da hinten ist ein Dorf noch. Schön, dass am Spawn ein Dorf war, aber es war wirklich sinnfrei. Man hatte eigentlich nichts gehabt im Dorf. Außer, ja, NPCs. Ah, das ist das Dorf. Okay. Ja, ich habe die Waypoints gar nicht geschaut. Bei dieser Ruine könnte noch etwas sein. Und bei diesem Boot, dort bin ich gestorben, das erste Mal, weil die so mega overpowered waren, die Piraten. Die Piraten auf dem Schiff, also auch auf so einem Boot, waren ja ganz einfach. Aber je nachdem, wo sie sind, sind sie schwer. Dunkles Glas, das ist komisch. Echt komisch. Also ich wage es mal rein, aber ich werde wahrscheinlich sterben. Ja, toll. Wo ist der Eingang? Irgendwo vergraben? Eieiei. Also, ich muss fertig machen, das Video. Das ist ein bisschen zu lang jetzt. Aber Dankeschön fürs Zusehen. Ein bisschen hat manchmal ein bisschen länger. Ah, die kommen hoch. Die Skelette schießen irgendwie nicht mehr so oft. Durch Dungeon Tactics. Die hat unten keinen Körper, habt ihr das gesehen?
Ja, also, ich muss weg von hier. Gut. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.